Skype raus. Habe ich gestern gelesen im Forum vom Roberto, wie immer. Ich habe ihm zwar die Frage gestellt, warum eigentlich, weil ich habe keinen Grund gesehen. Er hat mir auch bis heute noch nicht geantwortet. Ich habe hier einen Marco sitzen, den Marco Geib, den der eine jetzt gern raus hätte. Marco, du bist Lehrer. Du bist es als Lehrer eventuell auch ein bisschen gewohnt, weil Lehrer kriegen immer richtig schön Fett ab in ihrer Schule. Andererseits bist du als Trainer damals, B-Jugend, sehr erfolgreich, hochgelobt. Ja. Jetzt stehst auch du in der Kritik, teilweise auch wegen noch letzten Samstag, kommen wir auch später noch drauf, warum. Die Kritik kommt jetzt auf dich ein. Wie gehst du damit um? Beziehungsweise kannst du diese Kritik, die auch im Moment auf dich einprasselt, in irgendeiner Form als Teammanager so umsetzen, dass es dem Team wiederum zugutekommt? Denn es sind junge Spieler dabei, die es nicht so gewohnt sind, Prügel abzubekommen, verbale Prügel abzukommen. Deine Aufgabe als Teammanager ist unter anderem ja auch, die jungen Leute, auch die Älteren, aber vor allem die Jungen zu behüten. Kannst du das in irgendeiner Form umsetzen? Und vor allem, wie gehst auch du mit der Kritik oder mit Sprüche wie Geib raus um? Okay, gut. Ja, gut, Kritik, ich beziehe das zuallererst darauf, dass momentan einfach die Siege fehlen, uns fehlen die Punkte. Und wenn Punkte fehlen, ist Kritik angebracht, Kritik auch vielleicht berechtigt, weil Punkte fehlen und der Tabellenstand einfach nicht stimmt. Ich kann zur Kritik nur sagen, ich gebe alles für die FKP, ich versuche wirklich mit meinen Möglichkeiten dem FKP zu helfen. Ich denke, dass wir auch wirklich, wie ich es auf der Jahreshauptversammlung gesagt habe, trotz dem fehlenden Ergebnis der ersten Mannschaft auf einem richtig guten Weg sind. Wir haben auch eine U23, die hier dazugehört, die wahrscheinlich, ich bin da guter Dinge, auch den Aufstieg in die Landesliga noch schaffen kann. Und dann bieten wir hier auch unseren jungen Spielern ein Umfeld, zusammen mit den Jugendmannschaften, die alle Regionalliga spielen, die A-Jugend unmittelbar vor der Meisterschaft vielleicht sogar steht, dann auch die Qualifikationsspiele zur Bundesliga hätte. Und dieses Paket mit diesen Jugendregionalligen und auch mit dieser erfolgreichen U23, da kann nicht alles schlecht sein. Ich kann immer nur sagen, wir haben im Vergleich zu anderen Oberligamannschaften einen wesentlich geringeren Grundetat. Andere Oberligamannschaften, die investieren viel, viel Geld ausschließlich in die erste Mannschaft, in die ersten 15 vielleicht im Kader. Wir haben hier eine erste Mannschaft, wir haben eine U23, haben auch einen Jugendbereich, wo alles erstmal gestemmt werden muss. Und ich bin der Meinung, dass es richtig ist, auf diesen langfristigen Weg zu setzen. Das ist ein schwieriger, ein steiniger Weg. Auf der einen Seite will man Oberligaspitze, auf der anderen Seite will man dieses Jugendkonzept. Und der Weg über Jugendkonzept U23 ist gut, der Weg mit der ersten Mannschaft im Moment nicht so toll, es fehlen wirklich die Ergebnisse. Heute Abend, man kann den Jungs jetzt wie gesagt keinen Vorwurf machen, geht der Elfmeter rein, gewinnen wir das Ding eher 3-1, 4-1. Jetzt stehen wir hier, haben wieder 2 Punkte verloren, jeder ist irgendwo enttäuscht und wenn man enttäuscht ist, kommt auch Kritik auf. Wie gesagt, zu der Kritik an meiner Person, ich kann damit umgehen, ich kann damit leben, ich stelle mich auch der Kritik, ich lade auch gerne den Roberto ein, sich mit mir mal unter 4 Augen zu unterhalten, ich weiß nicht, wer es ist, keine Ahnung, oft ist das ja einfach im Forum zu äußern mit Decknamen und so weiter, aber dann kann ich ihm auch die Situation erklären und kann auch sagen, welches Engagement das hier ein Präsidium oder auch ich einfach an den Tag legt, um den FKP auf lange Sicht auf gute Beine zu stellen. Es ist absolut meine Meinung, da möchte ich das auch beenden, dass wir hier nur zusammen eine Chance haben, nicht wenn wir anfangen, jetzt alles auseinander zu dividieren und alles in Frage zu stellen, nur zusammen und mit einem Konzept, mit jungen Spielern, die wir peu à peu hier ranführen müssen, können wir auf Dauer oder in Zukunft einfach auch nur Oberligaspitze oder eventuell mal Regionalliga spielen und auch die dann halten. Das sind einfach die Tatsachen. Wie gesagt, ich bin dran, ich habe so viele Kontakte zu Spielern, aber einige Spieler, die sind auch für uns vielleicht absolut nicht finanzierbar, muss man ganz einfach anerkennen, die uns vielleicht auch im Platz noch einen Tick weiterbrechen. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht irgendwo von unseren jetzigen Jungs enttäuscht. Es fehlen die Ergebnisse. Wie gesagt, da ist kein fauler Hund dabei, der irgendwo nicht will, aber irgendwo klemmt es und wir kriegen das Ganze nicht aufs Platz. Und wenn das so ist,
und die Ergebnisse nicht stimmen, muss man mit Kritik leben. Ich stelle mich der Kritik. Ich kann nur sagen, ich von meiner Seite habe das gleiche Engagement wie beim B-Jugendaufstieg. Absolut. Ich stehe hinter dran und hoffe, dass die Punkte kommen. Und wenn sie auch in dieser Saison noch nicht so da sind, wie wir es uns gewünscht haben, aber der Weg ist okay. Und die Ergebnisse, irgendwann stimmen sie wieder. Bin ich fest überzeugt davon. Wie gesagt, aber man braucht Zeit, man braucht Geduld, braucht auch ein bisschen Einsicht. Und dann kann man das Ganze in die richtige Richtung lenken. Wir haben jetzt noch 12 Spiele plus ein Nachholspiel. Die Saison ist eigentlich zu 2/3 vorbei. Das heißt, der Abstand ist relativ groß mittlerweile nach vorne. Es sind ja auch mehrere Mannschaften, die vorne sind. Ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt schon da, einfach die Zukunftsplanung zu machen? Das heißt, jetzt eigentlich den Druck komplett von der Mannschaft wegzunehmen. Ich habe mich mit verschiedenen Spielern unterhalten. Die haben eigentlich auch ein Problem mit dem Druck im Moment, der aber eigentlich auch jetzt im Prinzip weg sein sollte. Das heißt, könnt ihr jetzt die Situation irgendwie umdrehen und könnt eigentlich die jetzige Situation, wo wir gar nicht mehr über Meisterschaft reden müssen, eigentlich dafür nutzen, die Mannschaft so zu formen, dass wir im nächsten Jahr angreifen können? Also die Planungen für die kommende Saison, die haben insoweit begonnen, dass das Präsidium, das Trainerteam und auch ich schon konkrete Vorstellungen intern diskutiert haben. Also die Planungen sind angelaufen, die Spielergespräche fangen unmittelbar an und dann, wie gesagt, steht auch die Saison 2012, 2013 schon im Mittelpunkt. Es ist also nicht so, dass wir da warten bis zu einem Punkt X und sagen, okay, jetzt beginnen wir mal. Also wir haben diese Variante Oberliga nächstes Jahr durchdiskutiert. Wir haben auch das angesprochen, wenn es uns gelingen würde, eine Serie zu spielen, was momentan eher ja nicht der Fall ist, und man doch noch an dieses Regionalliga-Tor anklopfen kann. Also diese Situationen, die sind angesprochen, die sind auch intern diskutiert. Und wie gesagt, die Gespräche, Verhandlungen, Kaderzusammenstellung steht unmittelbar bevor. Dann möchte ich aber jetzt nochmal zurückkommen auf den Punkt, den du vorhin ausgelassen hast. Ich habe dich gefragt, kannst du diese Kritik, die auf dich einrasselt, die teilweise auch manchmal ein bisschen scharf ist oder vielleicht auch ungerechtfertigt ist, kannst du als Teammanager diese Kritik irgendwie nutzen mit deinen Erfahrungen, dass du Spielern, jungen Spielern, die eigentlich Probleme vielleicht kriegen mit zu heftiger Kritik, denen damit zu helfen? Ich möchte jetzt ganz kurz noch einmal auf einen Punkt eingehen. Wir hatten den komplett abgehakt. Jeder wollte ihn abgehakt haben, aber letzten Samstag hat der Journalist von der Rheinpfalz einfach wieder damit angefangen und hat sich den Xavinovic geholt. Die Kritik ging ganz klar in Richtung Michael Dusek und Marco Geib. Der Michael hat sich im Interview am Samstag dazu schon kurz geäußert. Xavi hat Klimmler gesagt, im Grunde genommen liegt die Schuld am Trainer und am Manager. Und wenn die nicht mehr da wären, käme er auch wieder zum FKP zurück. Was natürlich auch die andere Seite ist, ob das gewollt ist. Es ist eine bitterböse Kritik. Eigentlich kriegt ihr beide die Schuld in die Schuhe geschoben. Was mir jetzt wichtig ist, deinen Part, die Kritik an deiner Person. Wie gehst du damit um? Was kannst du daraus ziehen? Wie kannst du deiner Mannschaft, deinem Team im Umgang mit einer Kritik, die so scharf wie diese ist, helfen? Gut, zur Kritik von Xavinovic möchte ich anfangs mal betonen, dass ich derjenige war, der Xavinovic nach Pirmasens geholt hat, nach dem Abgang von Patrick Freier. Ich hatte damals mit dem Präsident Emil Schweizer Xavinovic vorgeschlagen. Auch der Wendelin Guster war vom Xavinovic nach dem direkten Duell in Köllerbach auch überzeugt. Ich habe alle Kontakte hergestellt, habe den Wechsel also vorbereitet. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe den Xavier in seiner ersten Saison hier in Pirmasens immer unterstützt, klipp und klar, obwohl da immer wieder von Xavier selbst Wechselabsichten geäußert wurden. Es ging immer darum, ich möchte höher spielen, ich möchte Profi sein. Und wie gesagt, wir haben um Xavier gekämpft, gingen dann auch mit dem Xavier in die zweite Saison hier in Pirmasens. Dann war dieser Vorfall, ich sage es, vor dem Spiel gegen Rosbach mit Xavinovic. Man muss sagen, Xavier wurde nicht hier weggeschickt. Der wurde nicht von Michael Dusek weggeschickt, der wurde auch nicht von mir weggeschickt. Er hat sich die Tür auch ein bisschen selbst zugemacht, weil es hat einfach von dem Verhalten auf dem Platz eine Entschuldigung gefehlt, die die Mannschaft auch von ihm gewissermaßen erwartet hat, weil ein Fehlverhalten da war. Xavier war in diesem Ding uneinsichtig,
war da nicht zu einer Entschuldigung bereit und daraufhin hat er samstags nicht gespielt. Das war der Punkt. Und er hat das an diesem Samstag wieder betont, er will definitiv in der Winterpause weg. Er geht, er wird uns verlassen. Und daraufhin bin ich der Meinung, ich habe das im Xavier auch gesagt, war es gut, dass er die letzten zwei Spiele dann auch nicht mehr spielt für uns. Dann machen wir lieber gleiche Schnitt, spielen dann das Spieljahr 2011 zu Ende mit Spielern, die jetzt in der Rückrunde spielen wollen. Das war der Punkt von Xavier. Wie gesagt, ich persönlich finde es schade, dass jetzt hier nach 3 Monaten wieder irgendwo was aus dem Hut gezaubert wird. Ich möchte das auch so kommentarlos stehen lassen. Ich wünsche dem Xavier wirklich alles Gute in Zweibrücken, ganz ehrliche Aussage. Und damit möchte ich auch das Thema beenden, weil ich denke, es wird einfach jetzt wieder, warum auch immer, zu heiß gegessen, zu hoch gekocht. Die Wege haben sich getrennt. Warum jetzt auch irgendwo noch ein bisschen nachgetreten wird, dass er wieder nach Pirmasens kommen würde. Also ich kann mir das schwer vorstellen. Ich kenne die ganzen Rahmenbedingungen, die um die Person Xavier Novic waren. Und also das liegt nicht an mir. Definitiv nicht. Aber wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute, Thema zu, durch und nie mehr anspreche. Das war's. Dann machen wir endgültig einen Deckel auf den Topf namens Xavier Novic. Ich wünsche ihm auch alles Gute, weil er ist ein sehr sympathischer Mensch. Also ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden, wenn wir da zu tun hatten in Interviews oder so. Er ist auch sehr angenehm, sehr lustig. Also wünschen wir ihm alles Gute. Aber dennoch will ich von dir wissen, mit dieser Kritik, kannst du als Pädagoge in irgendeiner Form diese Kritik positiv für die jungen Spieler in deinem Team umsetzen? Absolut. Es wird auch so sein, dass Einzelgespräche da geführt werden, weil momentan stehen wir irgendwo alle in der Kritik. Es steht die Mannschaft in der Kritik, es stehen die Jungen in der Kritik, die alten Führungsspieler, es stehe ich in der Kritik, den Spielern das Vertrauen schenkt. Ich schenke ihnen das nach wie vor. Ich bin auch überzeugt, dass die Spieler eine gewisse Qualität einfach haben. Aber momentan können wir den Schalter nicht umlegen. Vielleicht muss man an der einen oder anderen Stellschraube da drehen. Aber wie gesagt, ich stelle mich vor die Jungs, ich halte auch zu den Jungs und versuche mit ihnen auch über die Meinung, die nicht nur positiv ist, ganz klar auch darüber zu reden und versuche sie dort auch so hinzubekommen, dass sie ja damit umgehen können und trotzdem so schnell wie es geht sportlich wieder in die richtige Richtung gehen. Ich habe von Anfang an war ich der Meinung, das Ganze sah einfach aus. Wir waren Vizemeister, klipp und klar. Der Michael war Meister in Idar-Oberstein. Es kommen wirklich vielversprechende Neuzugänge. Davon noch 3 aus Idar-Oberstein. Und dann war es eigentlich klar, der FKP war bei jedem irgendwo Titelfavorit. Dann auch wir haben dann vom Titel gesprochen. Wenn wir dann kommen und sagen, du, wir wollen 3., 4., 5. wäre, das nimmt uns niemand ab. Die lachen uns aus. Nur durch dieses Gerede, sage ich mal, von der Meisterschaft von Anfang an, ist vielleicht auch ein Druck entstanden von Anfang an, wo die Mannschaft vielleicht, wie es dann angefangen hatte, ein bisschen zu wanken, nicht so mit umgehen konnte. Es hat ja super angefangen mit den 3 Siegen, muss man sagen. Dann kommt das Spiel in Waldalgesheim, fällt aus mit dem Gewitter damals und hat uns irgendwo ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, muss man wirklich sagen. Dann haben wir 2 Brücke zu Hause, machen ein gutes Spiel. In der letzten Minute war die Situation mit dem Piero, Tor oder nicht Tor. Einige, die neben dem Tor standen, sagen, der Ball war drin, andere sagen es nicht, okay. War dann nur in Anführungszeichen unentschieden. Und dann kommt dann 3 Tage später die Schlappe, sage ich mal, bei Arminia Ludwigshafen. Auf einmal war dann einfach ein bisschen der Wurm drin. Und dann hat die Mannschaft auch den Druck gespürt, der von Anfang an da aufgelegt wurde. Aber wie gesagt, wir stellen uns dem Druck. Gar kein Thema. Wie gesagt, ich lasse mich auch kritisieren. Aber man muss immer mal sehen, welche Gesamtplanung oder welches Gesamtkonzept haben wir einfach. Und das, wie gesagt, ja, im Moment ich auch Teil... Ich sage mal, ein bisschen ratlos sind, warum jetzt das Ganze nicht irgendwo sich mal in eine Dreier umschlägt. Wir haben diese Stabilität nicht drin irgendwo. Wir haben heute Abend gut gespielt, ist nur 1-1. Wir können vielleicht am Samstag gegen Arminia Ludwigshafen gewinnen, aber vielleicht geht es 8 Tage später wieder schief. Die irgendwo fehlt ein bisschen die Konstanz. Und wie gesagt, daran arbeiten wir, dass wir das hinbekommen.
Und ich bin wirklich nochmal abschließend der Meinung, wir brauchen die Geduld, die Einsicht, auch das Vertrauen, dass wir hier alles Mögliche vom Präsidium, von mir, vom Trainerteam in Bewegung setzen, dass wir den Verein in eine gute Zukunft bringen. Dass das jetzt vielleicht nicht kurzfristig momentan der Fall ist, da bin ich genauso enttäuscht. Mir gefällt die Tabelle auch nicht, ganz ehrlich sage, aber man darf nicht alles in Frage stellen, was hier über Jugend, über U23 irgendwo bewegt wird. Und auch ein bisschen Einsicht, dass auch andere Oberliga-Vereine richtig hoher Etat haben und dann ist es nicht einfach, diese passende charakterliche Verstärkung da nach Pirmasens zu Lotse zum FKP. Das ist ein bisschen Handling und wie gesagt, von den Jungs dieses Jahr war ich überzeugt, bin ich überzeugt, aber irgendwo kriegen wir es nicht richtig aufs Platz. Nur, bitte, lass uns nicht alles irgendwo kaputt reden. Die Situation ist unbefriedigend. Im Momentan muss ich sagen, Saisonziel klar nicht erreicht. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran und probieren das in diese richtige Richtung reinzuschieben. Dann schlage ich vor, wir nehmen den Druck komplett weg und freuen uns dann einfach mal am Samstag gegen Ludwigshafen. Ist im Grunde genommen ein Topspiel. Ludwigshafen hat sehr gute Chancen, eigentlich am Ende noch oben zu stehen und freuen uns dann einfach drauf, ein sehr schönes Spiel zu sehen mit einer befreiend aufspielenden Mannschaft. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Danke.